Selenskyj. Russland wird in die 90er Jahre zurückkehren. Weil Russland uns angegriffen hat, wird es von dem Niveau, das es in den letzten 25 Jahren erreicht hat, in die 90er Jahre zurückgehen, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj. Der am 24. Februar begonnene Krieg zwischen der Ukraine und Russland geht weiter. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sagte in seiner Rede: Starkes Volk der Ukraine, heute ist der Tag des Krieges. Ich bin sicher, dass die Russen in diesem Krieg ihr Land in die Zeit zurückversetzen werden, in der ihre Geschichte begann. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wird es von dem Niveau, das es in den letzten 25 Jahren erreicht hat, in die 90er Jahre zurückfallen. Das wird der Preis für Russlands Krieg gegen die Ukraine sein. Ein grausamer und aggressiver Krieg hat immer einen hohen Preis. Egal was passiert, unsere Leute werden nicht zurückkommen und unsere Wunden werden nicht geheilt. Wir werden alles reparieren und Mitglied der Europäischen Union werden. Aber nach dem Sieg wird das Leben anders sein. Wir gedenken der Toten mit Respekt, sagte er. Ohne Frieden in der Ukraine wird es Sanktionen gegen Russland geben. Präsident Selenskyj betonte, dass Russland den Preis für jede abgeworfene Bombe zahlen werde. Die russische Armee greift weiterhin zivile Gebiete in unseren Städten an. Wir neutralisieren ihre Raketen und Waffen mit unseren begrenzten Ressourcen. Wenn einige westliche Länder uns nicht weiter mit Waffen helfen, wird das ein Gewissensfehler sein und sie werden ihr Ansehen verlieren. Wir haben mit der Europäischen Union darüber gesprochen, denen zu helfen, die unser Land verlassen haben, und denen, die in unserem Land geblieben sind. Und wir haben uns mit der Europäischen Union auf Hilfen in Höhe von 300 Millionen Euro geeinigt. Wir sprechen über das neue Sanktionspaket gegen Russland. Die Russen müssen verstehen, dass sie für jede Rakete und jede Bombe bezahlen. Ohne Frieden in der Ukraine wird es Sanktionen gegen Russland geben. Ich bin Menschen in verschiedenen Ländern der Welt dankbar, die Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen haben. Ich möchte auch den Hafenarbeitern in Schweden danken, die entschieden haben, keine russischen Schiffe zu bedienen. Das ist wahr, und alle Länder sollten dies tun. Jetzt muss potenzielle Aggressoren erkennen können, dass der Krieg ein Verlust war. Alle europäischen Häfen sollen für russische Schiffe geschlossen werden. Die Rettungsbemühungen gehen weiter. Selenskyj erklärte, dass die Such- und Rettungsbemühungen nach den russischen Angriffen auf die Ukraine fortgesetzt würden, und sagte, humanitäre Korridore wurden in den Regionen Sumy und Charkow geöffnet. Es war möglich, 35.000 Menschen aus Mariupol zu entfernen. Im Schauspielhaus, das als Unterstand dient, gehen die Bemühungen zur Beseitigung der Ruinen weiter. 130 Menschen wurden gerettet und die Arbeit geht weiter. Sie bombardieren weiterhin die Stadt Izumi. Die Bemühungen zur Schaffung von Korridoren für humanitäre Hilfe in der Stadt Balaklija gehen weiter. Medaillen werden an 138 Militärangehörige verliehen. Es lebe unsere Helden, es lebe die Ukraine, sagte er.